Eine weitere Übung ist, weiß nicht, ob Sie sie kennen, ist das Thema Thymusdrüseklopfen. Thymusdrüse ist ungefähr hier unterm Brustbein, sitzt da drunter, war bei Kindern wichtig fürs Wachstum. Bei uns Erwachsenen geht es noch mehr um das Thema Immunsystem. Und diese Drüse, die da drunter sitzt, die ist bei uns Erwachsenen angeblich relativ klein, die schrumpelt wie so ein Apfel, der zu lange in der Obstschale liegt, wenn wir Stress haben. Und wenn ich draufklopfe, dann wird es wieder größer. Davon abgesehen, dass es mich einmal stärkt, also es bringt mich zum Beispiel, mir hilft es immer, wenn ich aufgeregt bin vor etwas, wenn ich das mache, dass ich in einen besseren Zustand komme. Und zum anderen, seit ich das mache, ich habe seit 2 Jahren nie mehr eine richtige Erkältung gehabt. Nie mehr. Ja, für mich, natürlich, ich mache viele mentale Übungen, aber ich glaube, dass das mit so eine Geschichte ist, die mir hilft, dass ich einfach ein gutes Immunsystem habe und obwohl mich im Moment viele anschnupfen, meine Eltern waren sehr, sehr krank, ich wirklich stabil bleibe. Also Thymusdrüse, entweder man macht es mit der Faust, dann hören Sie es irgendwann an der Stimme, oder mit den Fingern, das entscheidet jeder für sich. Wie kräftig, ob er dazu eben die 4 Finger, 3 Finger nimmt oder eben die Faust. Also das nennt sich Thymusdrüse-Klopfen und ist noch effektiver, wenn Sie das in Verbindung mit einer Affirmation machen. Affirmation kommt aus dem Lateinischen von firmare, stärken. Also wenn Sie Thymusdrüse-Klopfen machen plus Affirmation, eine Affirmation, die zu der Situation passt. Also zum Beispiel vor dem Vortrag wird es wahrscheinlich sowas sein wie, ich bin gelassen und konzentriert. Und wenn man das wie ein Mantra immer wieder vor sich her sagt, ich bin gelassen, ich bin gelassen, ich bin gelassen, können Sie nicht gleichzeitig denken, und oh, hoffentlich fressen die mich nicht alle. Ja, weil wir müssen unser Gehirn sozusagen beschäftigen, damit ich selbst nicht in dieses negative Denken rutsche, meinen Fokus, meinen Scheinwerfer lege auf, oh, die könnten mich fressen. Oder ich könnte versagen, oder ich könnte die Erwartungen nicht erfüllen, oder was halt alles dann so in unserem Kopf durchgeht. Also muss ich mich beschäftigen innerlich, und dann mache ich es wie so ein Mantra. Ich bin gelassen, ich bin gelassen, ich bin gelassen. Und die meisten erzählen mir dann wenn es ja losgeht, dann löst sich sowieso die Anspannung, die Aufregung. Bei mir war das früher beim Reiten auch immer. Die schlimmste Zeit war, bis ich ins Dressurfähig eingeritten bin, da muss man immer halten, grüßen. Und bis dahin war meine Aufregung immer pff. Und wenn ich dann mal da war, halten durfte, dann war das Thema durch. Und da ist eben auch so, dass zum Beispiel Heike Kemmer zur Olympiareiterin sagt, wenn sie dann in der Prüfung da steht und hält, dann tut sie als erstes auf ihre Atmung achten, weil Pferde spiegeln dann den Menschen, dann atmet ihr Pferd durch, Gott sei Dank, und dann erst reitet sie los. Die Zeit gibt sie sich. Das ist ihre Strategie, wie sie anfängt, einen optimalen Ritt. Dass sie in dem Moment erst nochmal ihre Atmung prüft und checkt, weil sie auch weiß, wenn sie die Luft anhält, hält ihr Pferd auch die Luft an und dann wird es nie wirklich gut. Also es ist ein schon weit verbreitetes Phänomen, nur nutzen wir es eben viel zu wenig. Wir richten unsere Wahrnehmung überall hin, nur nicht auf die Basics. Klopftechniken. EFT, Emotional Freedom Techniques. Kann ich hier jetzt nicht erklären. Kann man schon innerhalb von 3 Stunden etwa für sich erlernen. Eine wunderbare Technik, die bei Umgang mit Emotionen hilft. Emotional Freedom Techniques, EFT.